Gamescom. Hi, mein Name ist GamesTom. Ich habe mich mal jetzt ganz kurz hinter ein paar LKWs gesetzt, Leute. Einfach nur, um euch auf dem Laufenden zu halten. Bin jetzt schon circa eine Stunde unterwegs. Habe noch eine Stunde vor mir. Ich bin echt gespannt auf Tino. Tino habe ich ja, sagen wir mal, noch nie gesehen, sondern immer nur gehört. Also auf Bildern, klar. Wir schicken uns da gegenseitig immer Nacktbilder. Nein, generell, ich bin auf jeden gespannt. Also auf die Combative Agency. Ich freue mich richtig. Wird richtig geil, es werden richtig geile 5 Tage. Ich meine, Gamescom, hey, was gibt's denn Besseres, als Tausende von Gamern um sich zu haben? Und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, dass wir abends die Videos schneiden können und hochladen für euch. Dass ihr jeden Tag ein schönes Vlog von uns habt. Wir werden das auch gemeinsam moderieren und wir werden versuchen, auf der Gamescom irgendwelche geilen Sachen zu finden und euch zu präsentieren. Warum schreie ich eigentlich? Keine Ahnung, ich bin so nervös und aufgeregt. Woo! Also wie gesagt, ich sitze zwischen ein paar LKWs. Einen davon könnt ihr da hinten sehen. Ja, gemütlich. Also wie gesagt, eine Stunde bin ich schon unterwegs. Eine Stunde habe ich circa noch. Ich werde auf jeden Fall pünktlicher sein als die Bahn. Mit der Tino fährt. Tino fährt ja schon seit heute Morgen, weil Rostock nach Köln ist halt schon ein bisschen längerer Weg als Hallo LKWs. Ich mag das nicht, wenn ich so gesandwicht werde. Das fühlt sich merkwürdig an. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt durch 5 Baustellen durchgefahren, die erste Stunde. Total easy. 80 km/h. Kein Stau, kein gar nichts. Das ist hier alles frei. Also was heißt frei? Also es sind schon ein paar Autos unterwegs, aber nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich denke mal, in Köln wird das ein bisschen anders. Ne? Da ja heute Anreisetag ist, wird es krass. Ja, es wird ziemlich krass. Und übrigens, ich habe Kontaktlinsen drin, weil es ist so hell. Da habe ich gerne Sonnenbrille auf. Meine Augen sind so nicht empfindlich. Bei so einem Wetter wirklich lieber mit Sonnenbrille ist mir wirklich sicherer. So Leute, ich habe jetzt aber keine Lust mehr, mir diesen roten Scheiß Sattelschlepper anzurufen. Ich werde mich später nochmal melden, wenn wir in Köln eingefahren sind. Also Leute, für euch dauert es eine Sekunde, für mich noch ca. 1,2 Stunden. Bis gleich.
So, meine Freunde, wir sind erfolgreich in Köln angekommen. Wir laufen jetzt Richtung Hauptbahnhof. Wir werden in ein paar Minuten den Noob abholen. Also bis gleich. So, wir sind am Bahnhof. Eins gelernt. Kissen kostet 1 Euro. Und der Zug fährt gerade ein, wie man hören kann. Unschwer erkennen, kommt er von der anderen Seite. Ich gucke die ganze Zeit hier in die Richtung. Wie so ein Volltrottel. Bin ich jetzt mal gespannt. Also ich habe Noob geschrieben, dass ich zwischen E und F stehe. So wie das aussieht, fährt der Holzklasse. Noob. Ich glaube, den Wagen haben sie noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube, bei F ist er nicht. Das ist schon ziemlich leer. Gehen wir mal weiter runter. Richtung E und D. Ob man da treffen. Ich weiß ja gar nicht, ob man noch meine Stimme hören kann, weil es ist übelst laut. Ich glaube, da kommt er. Ich glaube, da ist er. Ich glaube, das ist er. Hallo. Servus. Na? Gute Fahrt gehabt? Nee. Nein? Tut der Rücken und der Arsch weh. Glaube ich dir. Sehr. Holzklasse. Ist der an? Ne? Ja, ihr seht doch, Tino sieht ganz anders da aus, wie auf den ganzen Bildern, die man kennt. Ja. Das eine. Und er ist tatsächlich größer als ich. Deswegen halte ich die Kamera immer so ein bisschen schräger. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Hier ist gerade sau viel los. Bis gleich. So. Ist wirklich doof. Leute, der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Im Hintergrund sieht man Tino, den Knuffel. Hier haben wir noch die Leni und den Nico. Oh, hallo. Ja, war ziemlich cool heute. Heute? Heute an dem Tag. Hier haben wir übrigens noch den Rhein in LED. Sieht ziemlich nice aus. Ja, wir sind auch gespannt auf morgen. Wird bestimmt ziemlich geil. Wir werden aber wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Video hochladen können, leider. Aber dafür nächste Woche. Und dann gibt es ein richtig geiles. Versprochen. Bis dann. So Leute, Tag Nummer 1. Die Schlange war dezent lang. So circa gefühlte 20 Minuten anstehen. Zugfahrt war auch awesome. Und jetzt gehen wir erstmal durch die Kartenkontrolle. Wir sehen uns gleich drin. So, Security-Check haben wir überstanden, ging ganz schnell. Ganz knapp alles unter den Klamotten versteckt. Ja. Die ganzen Messer und Schusswaffen. Guck mal, da hätten wir auch durchgehen können, oder? Da geht der Zaun so ein bisschen auf. Hätten wir früher wissen sollen. So, wir warten noch ganz kurz auf Mary, die Gute. Und dann geht's erstmal was zu trinken, ich bin am Verdursten. Also die Zugfahrt, ich glaube, ich habe erstmal 5 Liter Wasser ausgeschwitzt. Ja, wird geil. So, das Anmeldematerium haben wir jetzt so langsam geschafft. Wir haben auch Marie schon gefunden. Sagt hallo, Marie. Hallo. Jetzt suchen wir nur noch Leni und Nico. Die noch bei Rewe an der Kasse stehen. Vielleicht treffen sie ja, wie heißt der Fettlappen? Knuffel. Nein, der YouTuber. Der komische. Nein, der andere. Der auch immer bei Rewe. Tanzverbot. Vielleicht treffen sie ja Tanzverbot beim Rewe. Ob das ein Autogramm wert wäre? Ja. Wenn man den schon sieht. Schon. Ne? Irgendwie, ne? So, hey, Tanzverbot. Wir holen uns jetzt in Halle 8 Bändchen. Wir haben uns extra nicht draußen angestellt. Wir haben uns jetzt auf Mary komplett verlassen, dass du drin auch Bändchen kriegst. Ja, da lacht sie wieder ganz hässlich. Ne? Sieh dir an, wie sie lacht und grinst. Ja, ja. So, mal gucken, wo wir zuerst hingehen. Anscheinend ist es mit der Bändchenvergabe an Halle 8, direkt neben dem Fortnite-Stand. Mal gucken.
buchen. Skin abgreifen. Hallo? eBay lässt grüßen. Bis gleich. We go. So Leute, heute ist Donnerstag, unser letzter Tag auf der Gamescom, denn wir haben gestern schon ziemlich viel geschafft, wir zwei, ne? Alles, was wir wollten. War richtig ordentlich und es ist jetzt kurz nach 3, ja schon fast 4 Uhr und wie ihr sehen könnt, ziemlich leer. Das heißt, wir werden uns heute noch ein bisschen irgendwo anstellen, zum Beispiel Fortnite. Noch die, Euro Skins oder so. Ja, ein bisschen, Spray, bisschen was abgrasen heute. Wird noch total easy sein, weil es ist so gut wie keine mehr hier. Mega. Ja, wie gesagt, gestern haben wir alles geschafft. Wir sind 22.000 Schritte gelaufen. Ne, 28.000. 28.725 Schritte. Übel, übelste Sorte. Also wie gesagt, wir greifen uns jetzt ein paar Skins ab. Wir melden uns dann später nochmal zurück. Bis dann. Ciao. Also auf der Gamescom gibt es wirklich allerlei geile Sachen. Zum Beispiel die 3D-Ventilatoren hinter mir. Sieht einfach so awesome aus. Technik fliegt, das ist halt genau meins. Mega!
Race King Stand. Richtig geile Dinge und auf jeden Fall, jeder kennt sie, jeder liebt sie. Die Höllenmaschine Nummer 10. Richtig krasses Gerät. Und hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir haben hier Lüfter. Richtig geiles Case. Gefällt uns beiden richtig gut, von vorne bis hinten. Und hier laufen welche durch die Kamera, jawohl. Und auf jeden Fall, guckt euch mal diese Lüfter an. Richtig abgefahren, das Schiff, kann ich euch nur sagen. Und auf jeden Fall ist es ein Big Bad, vielleicht das nächste Jahr. Hier, wenn wir mal weiterkommen, richtig geile Sachen zu entdecken. Und auch Anspielstation für jeden, der irgendwie Bock hat, mit 100 Jahre anstehen zu müssen. Richtig nice, es gibt auf jeden Fall was fürs Auge.